Die Balance von Nähe und Distanz stellt gerade in der Pflege eine Herausforderung dar. Denn hier wird ständig an der Grenze zur Intimsphäre gearbeitet. Daher ist besonders wichtig, genau hinzuschauen, um hilfebedürftige Menschen vor sexualisierter Gewalt zu schützen und sichere Orte zu schaffen. Dieser Film soll dazu beitragen, Situationen zu erkennen, in denen Handlungsbedarf besteht. Die stetige Reflexion über das eigene Handeln und die eigene Haltung spielen dabei eine wesentliche Rolle. Und manchmal muss auch die eigene Vorgehensweise hinterfragt werden. Sexualisierte Gewalt umfasst Handlungen und Grenzverletzungen, die das sexuelle Selbstbestimmungsrecht des Menschen verletzen, mit oder ohne Körperkontakt, strafbar und nicht strafbar. Sie reicht von Verwendung sexualisierter Sprache, Berührungen ohne Einverständnis bis hin zur Vergewaltigung. Zur Orientierung sind die folgenden Beispiele in Kategorien eingeteilt: Grenzverletzungen, sexuelle Übergriffe und sexueller Missbrauch. Die Übergänge sind jedoch fließend. Bei einer Einordnung helfen im Einzelfall Fachleute. Grenzverletzungen sind ein einmaliges oder gelegentliches, unbeabsichtigtes, verbales oder nonverbales Überschreiten der persönlichen, psychischen oder körperlichen Grenzen einer anderen Person. Oft aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit. Dies kann in vielen Formen zutage treten. Ein anzüglicher Spruch, eine zweideutige Frage, zum Überspielen von Unsicherheit oder zum Einfordern von Aufmerksamkeit von Pflegebedürftigen gegenüber dem Personal. Oder in umgekehrter Richtung sexuelle Andeutungen und verletzende Bemerkungen über Pflegebedürftige beim internen Austausch des Personals. Eine alltägliche und vermeintlich harmlose Handlung. Hier ist Aufmerksamkeit gefordert, denn Sprache vermittelt Haltung. Der Umgang mit Grenzverletzungen erfordert drei Schritte: sie wahrzunehmen, sie zu benennen und zu handeln. Das Arbeitspensum muss erledigt werden. Oft ist Eile geboten und kein überflüssiger Handgriff kann getan werden. Schnell kann hierbei außer Acht geraten, dass auch den Grenzen von Pflegebedürftigen Raum gegeben werden muss. Bilder erleichtern die Dokumentation. Doch auch hier muss darauf geachtet werden, dass die Persönlichkeitsrechte der Person zu wahren sind. Was muss Teil des Bildes sein und was nicht? Gerade an intimen Körperstellen. Vergleichbare Grenzverletzungen lassen sich auch in der ambulanten Pflege finden. Der wesentliche Unterschied zu den stationären Situationen ist die Besonderheit, dass die Pflegekräfte hier auf sich allein gestellt sind. Denn die Pflegekraft begibt sich in das private Wohnumfeld der zu pflegenden Person. Auch im Alter ist die gelebte Sexualität ein Grundbedürfnis. Wenn jedoch auf dem Fernseher der pflegebedürftigen Person ein Porno läuft, nimmt die Pflegekraft ungewollt an dieser Form der gelebten Sexualität teil. Auch bei menschlich nachvollziehbaren Motiven ist dies eine untragbare Grundlage für die Zusammenarbeit. Aber die Situation kann auch Einblick in Grenzverletzungen durch pflegende Angehörige gegenüber dem Pflegebedürftigen geben. Wenn etwa der Ehemann einer Patientin mit demenzieller Erkrankung intime Details aus ihrem gemeinsamen Sexualleben ausplaudert, kann man nicht von ihrer Zustimmung ausgehen. Auch wenn es sich teils vermeintlich um Kleinigkeiten handelt, ist es wichtig, Grenzverletzungen wahrzunehmen, zu benennen und zu handeln. Nur so kann eine Korrektur des Verhaltens oder eine Entschuldigung ermöglicht werden. Wenn Zweifel bestehen, ob dies im direkten Gespräch möglich ist, sollte hierzu eine Leitungskraft oder eine der Ansprechpersonen kontaktiert werden. Die Ansprechperson hat eine klärende Funktion. Sie kann weitere Eskalation verhindern, bevor gravierendere Maßnahmen ergriffen werden müssen. Damit im Tätigkeitsfeld und der Einrichtung keine Kultur der Grenzverletzung entsteht. Sexuelle Übergriffe sind bewusste, verbale und nonverbale Grenzüberschreitungen. Auch über persönliche Grenzen und körperliche Widerstände der Betroffenen hinweg.
Sie resultieren oft aus persönlichen und/oder fachlichen Defiziten und reichen von Belästigungen bis hin zu strafrechtlich relevanten Gewalttaten. Grenzverletzungen können in sexuelle Übergriffe eskalieren, wenn sie toleriert werden. Sie können auf den ersten Blick unauffällig erscheinen. Eine Hand, wo sie nicht hingehört. Hier nutzt der Fahrer der Tagespflege die Situation aus. Doch Pflegekräfte können derartiges Fehlverhalten erkennen. Hier muss entschieden werden, ob ein unmittelbares Eingreifen wirkungsvoll ist oder es sinnvoller ist, die Beobachtung der Ansprechperson mitzuteilen. Es besteht auf jeden Fall die Verpflichtung, zu reagieren. Notwendige Grenzüberschreitungen in der Intimsphäre in Pflegeheimen sind keine sexuellen Übergriffe, können aber bei kognitiver Beeinträchtigung schnell missverstanden oder gegebenenfalls auch ausgenutzt werden. Denn die Pflegekraft kommt nicht umhin, den Pflegebedürftigen zur Behandlung oder Pflege intim zu berühren. Was aber nicht bedeutet, dass dies umgekehrt ebenfalls zu tolerieren wäre. Doch auch innerhalb des Pflegepersonals können Situationen falsch eingeschätzt werden. Wann wird eine Geste vom spontanen Scherz zum Übergriff? Wie muss sich ein Teammitglied verhalten? Gerade bei einem Machtgefälle kann man hier nicht von einem stummen Einverständnis ausgehen. Bei sexuellen Übergriffen ist es für betroffene oder beobachtende Personen auf jeden Fall notwendig, die Leitungskraft oder eine der Ansprechpersonen zu informieren. Die Situation muss dringend erörtert und eine Lösung gefunden werden, denn auch hier drohen weitere Entgleisungen. Darüber hinaus kann aus einem sexuellen Übergriff längerfristig auch ein sexueller Missbrauch werden. Sexueller Missbrauch ist gegeben, wenn eine andere Person ohne ihre Zustimmung als Objekt zur eigenen sexuellen Befriedigung und/oder zur Befriedigung von Machtbedürfnissen benutzt wird. Ja. Neben körperlicher Gewalt können hier auch Drohungen und Erpressung benutzt werden, um Druck aufzubauen, etwa die Ausnutzung einer bestehenden Abmahnung oder Vorwürfe von Diebstahl. Die Hilflosigkeit von Pflegebedürftigen bedeutet besondere Verantwortung für die Pflegekraft. Auch dies kann ausgenutzt werden. Ein solches Geschehen darf auf keinen Fall verschwiegen werden. Eine von sexuellem Missbrauch betroffene, aber auch davon erfahrene, vermutende oder beobachtende Person sollte sich hier unbedingt an die Leitungskraft oder an eine der Ansprechpersonen wenden, die den Fall in Absprache mit der betroffenen Person auch an die Strafverfolgungsbehörden weiterleiten kann. Möglich ist auch die Betreuung durch eine Fachberatungsstelle. Die Ansprechpersonen werden unterschieden in intern und extern. Intern bedeutet hierbei, dass die Institution eine Person zur Beratung benennt. Diese lässt sich über die Leitungskraft in Erfahrung bringen. Doch nicht jedes Problem kann im Hause intern gelöst werden. Bei sexualisierter Gewalt durch Mitarbeitende auf zu pflegende Personen muss eine externe Ansprechperson kontaktiert werden. Diese externe Ansprechperson befindet sich außerhalb der Institution, um eine Befangenheit auszuschließen. Sie lässt sich in der Regel über die Website des Trägers in Erfahrung bringen. Umfassende Listen befinden sich auch auf den Seiten der Bischofskonferenz und der Ordensoberen Konferenz. Diese Ansprechpersonen sind für alle, die sexualisierte Gewalt beobachten, vermuten oder davon erfahren, die erste Beratungsmöglichkeit. Nutzen Sie diese. Sollte die Möglichkeit von strafrechtlicher Relevanz und das Einverständnis der betroffenen Person vorliegen, kann der Fall zur korrekten Einschätzung an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Doch auch ohne akute Situation sexualisierter Gewalt ist es sinnvoll, sich mit dem institutionellen Schutzkonzept Ihrer Einrichtung vertraut zu machen. Darin sind alle Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt zu finden. Häufig sind die Übergänge zwischen Grenzüberschreitungen in der Intimsphäre und beabsichtigten sexuellen Übergriffen bis hin zu sexuellem Missbrauch schwer zu identifizieren. Denn jeder Mensch hat seine individuellen Grenzen.
Daher ist es wichtig, diese Grenzen zu kommunizieren, zu beachten und falls nötig einzufordern. Auch versehentliche Übertretungen sollten zur Sprache gebracht werden, um hier ein Bewusstsein zu schaffen, das ein unbesorgtes Miteinander für alle ermöglicht.